Jetzt gibt's halt auch nicht, hör doch mal auf. Was es gab, war eine Rennradfelge und da ist ja 28 optimal und 32 ist, wäre noch machbar und ich denke, das ist zu schmal, oder? Ja. Ja, also wie gesagt, wir haben ja nochmal einen Keller durchsucht und ja, hat mich gefragt, in Schwarz oder in Silber? In Silber. Und dann, als sie nichts gefunden haben, frage ich in Schwarz. Ah, geht auch, warte. Und dann habe ich gedacht, ich will das jetzt bestellen. Und ich dachte, ja, jetzt packt er ihn aus in Schwarz. Also, das wäre dann wahrscheinlich auch neu gegangen, oder? Ja, klar. Nee, aber nicht. Gut, dann musstest du das einbauen zum Montag. Ja. Vermutlich, wenn der Kollege sagt, das ist in Ordnung. Was da dann zu machen ist, oder muss man dann mit dem Bremsbeläge müssen dann ran, okay, und eingestellt werden. Na klar, da war ja was. Also. Und der Schraubkranz natürlich wieder rauf, aber der wird ja nur per Hand aufgeschraubt. Genau, danach zieht er sich dann alleine fest. Das ist alles cool. Morgen, ich habe anderthalb Stunden heute Nacht geschlafen. Aber anderthalb Stunden ist die Schlafphase. Versteh's nicht. Versteh's nicht. Was ist denn los mit diesem scheiß Teil? Gott, ist das eine Kacke, ey. Was denn? Nicht. Nicht funktioniert so. Ich hab ganz vergessen. Habe ich beim Boden angesteckt? Nicht nur den scheiß Ding hochladen. Was soll denn das? Ich spuck beim Riemen. Das ist scheiße, der Rucksack.
Salzwasser, das ist gut. Ach, ist das alles ein Mist. Den habe ich doch gerade erneuert, den Pumpkopf. Jetzt ist der schon wieder am Arsch. Die Leute gehen echt nicht ordentlich damit um. Muss man wahrscheinlich als Service anbieten und 50 Cent dafür geben. Also, dass man selber die Handhabung dafür übernimmt. Das wäre wahrscheinlich am besten. Ne? Naja. Aber ich kann nicht jedes Mal aufhören mit meiner Arbeit, weil jemand einen Reifen aufpumpen möchte. Auch nicht für 50 Cent. Das hat da ja nicht mit dem Geld oder nicht Geld zu tun, sondern das einfach mit. Ist einfach nur für den Verschleiß. Also dann und ja, das selber aufpumpen, damit sie nicht falsch benutzen. Ich meine, das war jetzt 2 Wochen, nicht mal drauf. Eine Woche. Der Pumpkopf. Was kostet denn sowas? 8,50 Euro. Ui. Das ist ganz schön teuer. Ja. Also 8 Euro, 8,50 Euro. So. Das ist mir einfach zu teuer. Wenn man den Gummi da drin immer so ein bisschen einfettet, irgendwie immer am Tag. Das ist nicht der Gummi, das ist innen drin geht irgendwas im Arsch. Ach. Weil die das immer so rindrücken hier. Ach so, diese Kugel oder diese Weiche, damit die Luft aus dem richtigen Loch kommt oder was? Vermutlich ist es das. Man kann ihn ja auch gar nicht richtig auseinandernehmen hier. Ich dachte, man kann ihn jetzt richtig schön zerlegen. Aufschmelzen. Aber nicht immer das. Kann man ja nicht mehr zusammenbauen. Sind ja nicht mehr dicht hinterher. Das ist schlecht. Jo, jo, jo. Das ist sehr ärgerlich. Maschine oder? Ja. Ein bisschen Automaten. Kaffeemaschine halt. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Richtig oder nicht richtig? So. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Ich probe aufs Exempel. Ach so, ich habe gleich kommt einer mit 6 Leuten, die mit gutem Fahrrad. Ja. Für heute. 1 oder 6. Okay. Ja, funktioniert nicht. Nicht so deutsch oder englisch? Gar nicht. Nee. Das ist im Arsch. Das ist im Arsch. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Ich hab keine Ahnung, ey. Da muss man echt 2 Pumpen hinstellen. Immer für Autoventil, immer für Fahrradventil. War hast du mal ja. Bescheuert, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dummes Bullenschwein. Habe ich schon mal ein Formular zurechtgelegt. Funktioniert ja auch dann bald nicht mehr. Kenn ich doch. Das ist aber für Autoventil und Fahrrad oder? Ja. Und hier verbiegen sie mal regelmäßig den Gummi da drin. Den Gummi, nicht den Stift, der das Ganze zusammendrückt.
Das funktioniert gar nicht mehr so automatisch. Ja, richtig. Wenn man das jetzt vorher ein bisschen einfettet, damit die Teile ein bisschen mehr gleiten. Und damit es vielleicht ein bisschen länger hält. Hier mit der Keramikpaste, vielleicht ist ja dafür gut. Hau rein. Mal vorne auseinandernehmen, ne? Die Dinge raus kriegt man nicht. Ich komme hier schon raus. Das ist Plastik. Also. Hm, noch mehr? Na, dann hält es ja ein Leben lang, wenn man das immer dafür benutzt. Keine Ahnung, vielleicht steht dort drauf nicht für Gummiteile verwenden. Verarbeitungshinweis. Der Untergrund sollte trocken und sauber sein. Naja, die geht ja nicht. Gummi ist ja an der Scheibe, also an den Bremsen ist ja da auch. Ja, nicht, klar. Aber. Schloss da oben gesehen. Deswegen habe ich vermutet, der Rest ist der Fahrer.
so, naja, gut, dann. Ja, manchmal vorne am Bremsen mal dran klippeln. Hab ich da wirklich einen Bremsen? Ja, ich glaube, das ist überhaupt nichts, oder? Das ist gut. Ist aber noch nicht Winter. Dann bin ich da raus.